das war ja was. Ja. Gut. Dann wieder runter. Noch eins runter. Wir müssen uns wieder erwischen lassen. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ja, ja, bin weg. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Nicht. Das nicht gefällt Alarm! Mir ganz gut. Entflohener Patient. Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich zittert die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Enzo muss auf Klo? Das habe ich wohl vermasselt. Das ist gar keine dumme Idee. Dann würde ich sagen, gehen wir alle mal auf den Topf. So. Edna Cosplay, das mit der gleichen Unterbuchse, ich hab's gefeiert. Warte, das ist cool, ja. Ja, ich habe eine kleine Wohnung, ja. Ich muss nicht so weit laufen wie manch andere. Aber der Vorteil ist, ich kann mir jetzt erstmal einen Salami-Snack gönnen. So Mini-Salamis von Ferdi Fuchs. Nö, ist okay. So, total albern. So. Der Enzo muss Bescheid geben, wenn er wieder da ist. Wir werden jetzt als nächstes versuchen, den Adrian zu besiegen. Dann kriegen wir sein Gold. Und das Gold schmelzen wir dann ein. Wieder da, okay. Ja, voll lecker. Oh, jetzt kaufe ich euch alles voll, es tut mir leid. Wir besiegen jetzt den Adrian. Dann schmelzen wir sein Gold ein und kriegen den Schlüssel. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Mhm. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ja, bin ich. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder tatsächlich. Ja. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist the King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Yay. Wow. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Gut. Und mit dem gehen wir jetzt runter zum Ofen und schmelzen das ein. Guten Tag. Ich kann nicht anders, das ist wie eine Sucht. Da kommt der nächste Ausgang. Das war nicht hier. Und los geht's. So, noch eins weiter. Da kommt der nächste Ausgang. Mhm. So. Nochmal da hoch. Da rein. Und hier runter. Moment, wir können das nicht einfach so da reinklatschen. Ich glaube, dafür haben wir den Topf.
Okay. Okay. Ja. Jetzt ist die Goldmedaille im Topf und die tun wir hier rein. Okay, Edna, dann haben wir die Topflappen, weil das ist jetzt mit Sicherheit heiß, so wie vorhin auch. Dann nimmst du die Topflappen. Hoch. Das mit dem Topf. Die Klappen. Okay. Und jetzt hast du, kann ich einfach so machen. Du hast jetzt das geschmolzene Zeugs und das nimmst du mit der Form. Okay. Dampfende Form. Dampfende Form. Wir haben eine dampfende Form, die müssen wir abkühlen. Das heißt, wir brauchen einen Wasserhahn. Können wir die dampfende Form damit benutzen? Okay. Wie sie einfach nur okay sagt. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Geil. Und das kannst du jetzt mal nehmen. Yippie! Ich habe es geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Yay. Toll, Edna. Da. Nicht da. Hier kommen wir nicht raus. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Wo muss ich jetzt hin? Nee, da nicht. Hier? Ach nee, da war ja die Therapie. Wir haben einen Generalschlüssel. Das heißt, wir können erstmal. Warte. Das hier aufschließen? Ja. Zack. Dann können wir das hier aufschließen? Ja. Ja. Haben wir nicht noch einen? War ja nicht noch irgendwo ein. Ach so, nee, das war alles. Okay. Und dann gehen wir jetzt dahinter. Nee, doch nicht. Hier können wir nicht hin. Was war da? Hier können wir auch aufschließen. Du bist frei. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Mhm. Aber freu dich nicht so früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Was machen wir denn als nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Okay. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Los geht's! Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ja. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ach so. Ja, genau. Wählst die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Na gut, ich verdufte jetzt. Weiterwurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Der Gruselmann die Tür aufgemacht hier. das war der andere Raum. So, das Badezimmer. Von hier sind wir gekommen. Was müssen wir denn jetzt aufsperren? Das hier, ach, natürlich.
Ja. Cool. Ab geht's, Edna. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Oh. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg, rein oder raus, ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay, Edna. Was ist das? Okay. Womit? Nimm's doch mit. Und das ja. Und was ist das? Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Die mit? Sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ach so. Kannst du die vollschmieren? Ich meine ja nur. Können wir ja mal probieren, ja? Wo ist denn jetzt der Kugelschreiber hier? Wir haben so viel Zeug. Kugelschreiber, vollschmieren. Königsblau. Blue. Okay. Königsblau. Okay. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Ja, wie... Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du Na toll. aber das wäre die tollste Lösung gewesen. Schraubenschlüssel überkriegen, sagen wir mal, Generalschlüssel vielleicht? Nee. Vielleicht die Tür? Das ist kein Autoschlüssel. Ja, ich dachte, er passt vielleicht trotzdem. Kannst du die aufheben? Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Blub, das ging. Okay, dann jetzt rein da. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Wir brauchen den Gruseltypen. Sonst ist hier aber... Hier fehlt ja ein Reifen. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir sollten uns Hilfe holen. Ja, aber hier kriegen wir ja keine Hilfe. Lass mal kurz gucken jetzt. Nee, Moment. Ich muss ja doch an dem Auto. Netter Schlitten. Mhm. Kannst du den aufbrechen? Oh oh. Edna!
Wer war das? Edna! Du solltest das Ding aufhebeln und nicht zerkratzen. Da hätten wir doch noch Ketchup vorher dran schmieren können. Mann, Mädchen. Wer bist denn du? Er sieht beschäftigt aus. Das ist richtig, er quatsch immer voll. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Okay. Moment, die anderen sind zum Essen gebracht worden. Das heißt, die werden ja jetzt alle beim Essen wahrscheinlich bewacht werden, ne? Oder? Wenn ich jetzt wieder hochgehe. Ja, das ist mir ja nichts. Nee, Moment. Nee, doch. Ich bin verwirrt. War hier der Typ drin? Ja, ne? Den brauchen wir doch dafür. Den brauchen wir. Ich habe einen Lieferwagen. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Mhm. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay. Ja, und jetzt? Achso, nee, warte. Nach unten müssen wir ja. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Tja. Wir haben doch hier, das? Das Startkabel habe ich. Mir fehlt nur noch die zündende Idee. Was? Die zündende Idee? Was willst du von mir? Hä? Versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Ah, okay. Das ist... Okay. Das ist nicht destruktiv genug. Wir brauchen noch einen Reifen. Stand der Fond schon da? Weiß ich nicht. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Mhm. Das würde dem Koch wohl auffallen. Findest du? Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Das könnte klappen. Was? Der Koch guckt gerade nicht. Okay. Wie sie ihn umklammert. Die gute alte Schnürsenkel Zusammenknotennummer. Kann ich mit ihm reden? Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Mhm. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar.
Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch dir was Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Okay, habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Okay, Moment. Mit denen kann ich nicht reden, mit denen kann ich nicht reden, mit ihm auch nicht. Moment. Der Speiseplan. Mokka-Pudding. Keine Ahnung. Ach so, jetzt kann ich das austauschen. Peter Mokka-Pudding. Lotti und Motti kriegen Klöße. Geht das nicht? Hähnchen gegen Klöße tauschen. Und dann noch Kartoffeln gegen Hähnchen. Keine Ahnung. So. Das sieht gut aus. Und dann nochmal da rein. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. So. Ihm kann ich nicht reden. Ihm kann ich auch nicht reden. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ach so, okay. Dann reden wir nochmal mit denen. Hey! Psst! Ich habe einen Plan? Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Mhm. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Kann ich jetzt pieksen, nachdem ich nochmal mit denen geredet habe? Nee, kann ich nicht. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Ja, aber gerade ging's doch noch. Warum geht's jetzt nicht mehr? Okay. Peter hat den Mokka-Pudding. Hotti und Motti die Klöße. Prei. Vielleicht braucht Prei jemand anderes. So? Das kann ich nicht nehmen. Keine Ahnung. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Sie macht es nicht. Also damit auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht mit dem Messer? Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Ich brauche ihn nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Okay.
Hä, gerade wollte sie das doch noch mit der Gabel. Vielleicht will der Bienenmann doch Mokka-Pudding haben? Ich glaube, es kommt drauf an, was der Bienenmann kriegt, ne? Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Sie macht es nicht. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Ja, deswegen habe ich ja die Gabel in der Hand, Mäuschen. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Ja. Ach, er lässt... Oh, seht ihr das? Wenn ich so mache, dann kommt es hoch. Das Essen von ihm. Jetzt ist natürlich... Moment, jetzt ist die Frage. Er schmeißt es dann einmal kurz hoch. Ich brauche irgendwas, was dann auf den Boden fällt. Ich brauche irgendwas. Bei ihm fliegt das Essen kurz hoch. Also brauche ich was, was auf den Boden fällt. Das heißt, doch, das sind doch eigentlich Kartoffeln. Die fallen doch dann nach unten. Oder doch die Klöße. Wir nehmen doch mal die Kartoffeln. Das dauert ein bisschen jetzt im Moment, bis ich das raus habe. Das könnte klappen. Hm? Der Koch guckt gerade nicht. So. Komm mal hier hervor, Mäuschen. Und jetzt stichst du ihm nochmal den Fuß. Der guckt böse. Der andere guckt schon böse. Okay. Der andere guckt schon böse. Moment, wir brauchen... Was hältst du von diesem nackten, ungeschützten Fuß, Harvey? Ich denke, der Fuß ist fällig. Keine Gnade. Ja. Aber prinzipiell haben wir nur die Gabel als Möglichkeit. So, wir stechen ihm in den Fuß, er schmeißt die Kartoffel nach oben. Neben ihm sitzt Professor Nock. Dann kriegt Professor Nock die Klöße. Kann ich dem die Kartoffel klauen? Taschenkoch. Jetzt auch mit Tragegriff. Was? Kann ich hier irgendwas noch mitnehmen oder so? Oh, hier schreit wieder irgendein Kind. Ich hoffe, er hört das nicht. Der Koch guckt gerade nicht. Die anderen haben noch nicht das richtige Essen, ne? So, Moment, jetzt nochmal hier vor. Wir stechen ihm die Gabel in den Fuß. Die Kartoffel fällt weg. Kind war laut, ja. Das, ja. Ja, so einen hätte ich gern für zu Hause. Zuallererst bräuchte ich dann natürlich ein Zuhause. Die anderen haben noch nicht das richtige Essen. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Die Kartoffeln, er hat die Klöße. Und Matti haben den Brei. Ich
Tauscht das nochmal aus? Keine Ahnung. Adrian ist der König. Der hat jetzt Klöße. Professor Nock hat das Hähnchen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Das ist jetzt echt so ein bisschen so ein Rumprobieren gerade. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Okay. Jetzt stechen. Ja, wir können nur testen. Jetzt stechen wir ihm nochmal da rein. Da! Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen.